Der Lunchpitch ist die Idee, dass Wissenschaft zur Mittagszeit inhaliert werden kann. Also Wissenschaftler präsentieren aktuelle Forschungsergebnisse und laden Unternehmen ein, mit ihnen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen, um festzustellen, was kann denn gemeinsam in der Zukunft mal realisiert werden. Das ist das Format und das haben wir zum zweiten Mal hier in Norderstedt realisiert, dieses Mal bei der Firma Ibero FAB. Und das freut uns natürlich als Wirtschaftsförderung sehr zu sehen, dass Wissenschaft nicht nur an Hochschule stattfinden kann, sondern auch in Norderstedt vor Ort. Ja, wir hatten heute einmal aus der Universität den Ralf Bruder, der sich in dem Institut der Robotik gut auskennt und uns vorgestellt hat, wie es möglich ist, Geräte, verschiedenste Multi-3D-Drucker oder Tracking-Systeme, Roboter ausleihen zu können, zum Beispiel für Firmen, die sich solche Geräte nicht leisten können oder die mal etwas ausprobieren wollen oder einen Prototyp in kürzester Zeit zusammen mit der Hochschule entwickeln wollen. Dann gibt es die Möglichkeit, sich ans Eurem zu wenden und das hat Herr Ralf Bruder heute vorgestellt. Auf der anderen Seite hatten wir den Professor Dr. Hest Hellbrück von der Technischen Hochschule zu Lübeck bei uns, der sich mit Sensorik sehr gut auskennt, mit Anwendungsfeldern in der Kommunikation, Smart City Lösungen, mit verschiedenen 5G, LoRaWAN Systeme und diese bestimmten Bereiche, auch Energieeffizienzsysteme, hat er uns heute hier vorgestellt und wo man dort mit Unternehmen und der Wissenschaft zusammenarbeiten kann und schnell mal an Lösungen schauen kann, wo viel Energie verbraucht wird, wie man was reduzieren kann, wo Sensorik am besten eingesetzt wird, damit Sie in Ihrem Unternehmen sozusagen mehr Effizienz erreichen können. Ich komme vom Battery Kutter und wir setzen uns gerade mit Energiegroßspeichern auseinander und wollen da die Infrastruktur in Deutschland aufbessern. Und das ist vor allem für uns interessant, welche Partner gibt es und welche technischen Möglichkeiten können uns dabei unterstützen und wie kann man vor allem auch Sachen mal wirklich im Detail betrachten. Und da sind die Partner von den Hochschulen für uns doch schon, glaube ich, sehr interessant und die Kontakte haben wir einfach noch nicht und die wollen wir in Zukunft halt aufbauen. Auch für uns sind ein paar Dinge rübergekommen, die wir tatsächlich mit einbinden können und wir haben gerade schon gute Kontakte geknüpft, sodass wir uns davon versprechen, auch weiter was auszubauen. Unser Problem ist natürlich, wir sehen immer nur uns in Norderstedt, wir sehen nicht die Nachbarn und klassisches Beispiel, wir haben gerade jemanden kennengelernt, der wohnt zwei Häuser weiter und mit dem arbeiten wir heute zusammen. Ja, ich hoffe, dass Sie mitnehmen, dass wir als Hochschule Sie dabei unterstützen können, wenn Sie Ihr Unternehmen verbessern wollen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe da ein Problem, ein technisches Problem, da gehe ich zur Hochschule, in dem Falle bei uns zur Technischen Hochschule Lübeck oder zur Universität zu Lübeck und dann können die mir helfen. In verschiedensten Formen, also zum einen dadurch, dass wir die Technologie vorstellen, also auch vielleicht Konzepte machen oder bis hin zur Umsetzung. Für mich als Professor ist es sehr wichtig, die Anwendung kennenzulernen, also wirklich zu sehen, wie kann ich diese Technologie anwenden, um einen Vorteil davon zu haben. Wir freuen uns auch immer über neue Gastgeber, nämlich Ibero FAB war zum ersten Mal unser Gastgeber und es war großartig. Wir haben das Unternehmen kennengelernt, das Unternehmen hat sich präsentiert und es konnte einige neue Kontakte knüpfen, also Netzwerken. Wenn das auch anderen Unternehmen am Herzen liegen sollte und da Interesse besteht, dann ist es für uns natürlich als Wirtschaftsförderung eine Herzensangelegenheit, dem nachzukommen. Wir finden ein Thema, wir finden einen Anlass und wir kommen gerne zum Unternehmen, um vor Ort festzustellen, wie Gemeinsamkeit aussehen kann und was für Norderstedt noch an perspektivischen Ideen und Lösungen denkbar ist. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt EGNO. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.